so ein netter. Zum Speichern. Was ist das? Ich gehe meine Spinnen ruf. So. Mal das Spinnchen entschwören. Ich schaue gerade durch, ob ich nicht doch irgendwo auf die Schnelle mal entdecke, wo mein Inventory aufgeht. Ja, und sowas nicht am PC spielt, sind solche Sachen nicht mehr so intuitiv leider. So, was gibt's denn hier noch Schönes? Eine Kiste vielleicht oder so. Hm, hohle Gassen. Angriff! Attacke! Je stärker der Barde ist, desto mehr Schaden kann er mit Nahkampfwaffen anrichten. Ja, das wissen wir. Also ein bisschen Stärke tut man nicht schlecht. Aber wir haben ein gutes Rüstgefühl. So, danke dir. Es tut mir ja leid. Du hast so schön gewonnen. Yay! Und Kohle, 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 Kohle. Da geht's wohl nirgendwo rein. Hier liegt mal Fell auf der Straße. So, wo geht's hier lang? Ja, hier kommen wir her, was? Waren wir doch schon mal. Da müssen wir dann tatsächlich doch in die Stadt zurück. Gucken wir mal. Ja, tatsächlich. Der Weg führt uns zurück in die Stadt. Naja, die Erfahrung hat uns jetzt nicht schlecht getan. Ganz kurz zwischendrin, mir hat es leider einen Speicherstand zerhagelt, während dem Spiel. Deswegen habe ich mal ganz kurz das übersprungen. Es waren nur Kämpfe gegen ein paar Drow. Und wir sind jetzt vor dem Gefängnis, wo wir den einen für Plattfuß hier retten müssen. Machen wir genau an der Stelle weiter. Es ist nichts passiert, es ist eigentlich so gut wie gar nichts passiert. Deswegen machen wir hier weiter. Wie lautet das Passwort? Viertelschnader. Ja, aufsteigen. Ein bisschen Stärke tut nicht schlecht. Und ich hätte gerne mehr Rhythmusgefühl. Je stärker der Barde ist, und desto mehr Schaden kann er mit Nahkampfwaffen anrichten. Ermöglicht es den Barden, zweihändig geführte Waffen zu benutzen. Dann hat Plattfuß also... Hey, wer seid ihr? Ihr habt ja nichts verloren! Ja. Das macht ja nichts.
Im Dach. Welcher von euch blutrünstigen Barbaren ist Kettle Sword? Plattfuß schickt mich, euch zu befreien. Ich bin Kettle Sword. Nein, ist er nicht. Ich bin Kettle Sword. Quatsch! Ich bin Kettle Sword. Zur Hölle mit denen. Ich bin Kettle. Ist doch egal, wer von uns beiden Kettle ist. Befreit uns alle. Wir werden euch nie davon überzeugen können, wer von uns die Wahrheit sagt. Also legt einfach die Hebel in der Reihenfolge um, die ich euch sage, damit sich die Türen öffnen. Ja, der Büttel hat diese Türen mit einem blödsinnigen Schloss mit 6 Hebeln verschlossen, dessen Kombination bloß er kennt. Aber wir haben genau zugesehen und wissen, in welcher Reihenfolge man die Hebel umlegen muss. Na, klasse. Jetzt bin ich schon so tief gesunken, dass ich auf Anweisung von Verbrechern Hebel so, umlegen muss. Okay, kommen wir hier an. Seht an dem da! Seht an dem da! Nein, nicht den! Dieser könnte es sein. Seht an dem da! Wenn zwei sagen, dass der passt, dann passt er. Oh nein, nicht den da! Okay, dieser dann nehmen wir den. Nein, nicht den! Nein, das bringt nichts! Dieser könnte es sein. Nein! Ich tue es trotzdem mal. Nein, das bringt nichts! Zieh ich jetzt an den? Los, okay. Zieht schon! Wenn einer sagt, das passt, dann passt ja. So. Könnte ich mal? Ah ja. Oh nein! Nicht den da! Vielleicht ist es der! Los! Zieht ihn und befreit uns! Das wollte ich nicht! Na, wo liegt euer Problem? Wir haben euch doch genau gesagt, was ihr tun sollt! Sollen wir euch noch ein Bild zeichnen? Aber gern. Ihr zeichnet mir ein Bild, ich zeichne euer Gesicht. Ja, vielleicht solltest du mich besser nicht streizen. Okay, zieh an dem da. Seht an dem da. Der hier? Da seid euch einig, alles klar. Zieht an dem da. Ich mach kurz mal das Spinni weg. An dem da. Okay. Dieser könnte es sein. Zieht an dem da. Nein. Ich glaube, ihr solltet Hebel 1 versuchen. Oh nein, nicht den da. Dieser könnte es sein. Ja, das ist der Richtige. Okay. Ich glaube, das ist der Richtige. Okay. Das ist der Richtige. Das ist der. Probiert's mal. Oh nein, ist der nicht. Was passiert? Probiert einen anderen. Es tut mir leid. Hoppla. Klasse. Ich sitze in diesem Höllenloch. Und der Einzige, der mich befreien kann, ist dieser Dorftrottel. Dem muss ich zustimmen. Wenn ich hier bin, um Leute wie euch zu befreien, muss ich wohl der Dorftrottel sein. Ich will ja nicht, dass ihr das Geheimnis des Fluges löst. Viel Kraft, wenig Verstand. Vielleicht verabredet sich die Witwe McQuarrie ja doch noch mit euch. Hey, das ist aber ein Tiefschlag. Mehr für sie als für euch. Ja. Versucht es nochmal so, und hört diesmal auf mich. Mach ich. Zieht an dem da. Glaubt ihr, das war geskriptet, dass sie zuerst sterben mussten aus Gründen? Nein, nicht den. Nein, nicht den. Okidoki. Sieht an dem links, da. Mitte. Nein. Mal den. Nein, das bringt nichts. Auch nicht. Oh nein, nicht den da.
Reich. Zieht an dem da! Nein. Nein, das bringt nichts. Ja, das ist der Richtige. Das ist der Richtige. Dann müsst ihr jetzt bitte die Tür aufgehen. War doch gar nicht so schwer. Oh ja. Hab nicht mehr so viel Spaß gehabt, seit ich von einer Riesenratte fast gegrillt worden wäre. Ich weiß nicht, warum ihr das getan habt, aber ich bin euch sehr dankbar. Das ist eine lange Geschichte. Vielleicht möchtet ihr euch lieber setzen, während ich euch alles erzähle. Mitten in einem Gefängnis voller Kunal Trow. Los jetzt, verschwinden wir, bevor ich bereue, was ich getan habe. Noch mehr bereue, sollte ich wohl sagen. Yay! Schafft zu verlassen. Oh oh. Ja, ja, ist gut, ist gut. Machen wir noch ordentlich? Jetzt hat. So, wie geht ihr da sehen? Bis nach rechts, oder? Ah ja. So. Mit dem Spinni geht's nicht gut. Ich brauche ein neues Spinni. Bleiben. Attacke! Ja. Der andere scheint übrigens vorgelaufen zu sein. Zumindest ist er nicht mehr da. Ja. Hier herüber. Ja. Ah, Kiste. Also, Baumstumpf. Meins, nichts drin. Schade. So, da ist das nächste. Attacke! Bläh. Zu mir! Attacke! Das Vieh ist ein bisschen träge, ne? Oh, das macht nichts. Macht seinen guten Job. Attacke! Ah, jetzt ist alles. Hey, okay, jetzt go, Hose. So. Sind wir schon. Können wir wieder speichern. Zack. Zurück in die Stadt. Na komm, bleib da. So, geht doch. So, das war die Abkürzung. Wie versprochen. Gut gemacht.
gemacht. Ich hatte mit Büttel Rucky gewettet, dass Kettle nicht länger als einen Tag im Gefängnis bleiben würde. Also habe ich die Kunal Troll losgeschickt, um ihn zu befreien. Dummerweise haben sie es sich anders überlegt und das Gefängnis einfach übernommen. Ich war mir schon fast sicher, dass ich die Wette verlieren würde. Aber ihr habt die Kohlen für mich aus dem Feuer geholt. Also yay. Ich stehe zu meinem Wort. Ihr sollt euer Lied bekommen. Das ist ja schön. Heldenlied vor allem. So. Kriege ich ein Tutorial zum Ausprobieren? Nee. Mach ich mir selber quasi. So. Oder nix? Achso, weil Spinne ist noch da. Okay, Moment. So. Oh, komm schon. Haben wir's? Jawohl. Die Spinne und seine Heldin. Hi. Ja, das ist nett. Melde mich zum Dienst. Na, gehen wir mal weg. Ah, so sieht man sich wieder. Ja, was für ein Zufall aber auch. Wie ich sehe, sind eure magischen Fähigkeiten inzwischen etwas gewachsen. Wenn ihr sie weiter ausbauen wollt, solltet ihr meinen Bruder Bove in Kirkwall aufsuchen. Euren Bruder? Ist er etwa auch so seltsam wie ihr? Oh nein, er ist auch nicht wirklich mein Bruder, sondern nur ein Mitglied meines Ordens. Ja, natürlich. Mein Junge, die Weisheiten, die ich euch bisher mit auf den Weg gegeben habe, waren euch doch immer nützlich. Genau das ist es, was mir Sorgen bereitet. Sucht Bove in Kirkwall auf. Das ist mein Rat an euch. Und nun, viel Glück, mein Junge. So, da brauchen wir nichts. Zurück. So. Jetzt ist nur die Frage. Moment, ich glaube, ich muss in die Karte, oder? Da habe ich jetzt nichts. Ich glaube, Oberkirchhorn hier oben. Kann das sein? Bist du? Eine Kuh? Wow. Mal schauen. Ne, das war der Wichtelwald. Wo geht's denn hier? Da oben ist noch ein Ausgang. War von Newton? Nee. Ja, ja, ist gut. Tut mir leid. Wo müssen wir denn hin, Körper? Wahrscheinlich am anderen Eck vom Arsch der Welt. Ah ja, da sind wir. Hey! Ihr müsst der Vollidiot sein, der Juten mit seinen Ratten und komischen Spinnen unsicher macht. Der will's wohl wissen. Seht mal, bitte. Schweigt! Kettles Wort ist ein hinterhältiger, diebischer Schurke. Hat mich ein halbes Jahr gekostet, den zu fassen, und dann taucht ihr auf und befreit ihn. Jede Wette, dass er im Wald von Neversdale untergetaucht ist. So, ihr marschiert jetzt gefälligst los und bringt ihn zurück, und zwar zackig. Fangt den Verbrecher wieder ein oder lasst euch in Juten nie wieder blicken. Ja, wissen wir das auch wieder. Ich sagte ja, doch, dass ihr mir Kettle bringen sollt. Und jetzt bewegt euren Hintern und verfolgt ihn. Muss es nicht. Tut mir leid. Hier kurz rein schon.
Kirche. Willkommen in der Kirche von Juten, junger Mann. Unsere Hände stehen für Heilung und Segnung zur Verfügung, wenn ihr euch zu einer kleinen Spende entschließen könnt. Das ist jetzt nicht notwendig. Verzeihung. So, dann speichern wir nochmal kurz und machen dann an anderer Stelle weiter. Also, bis in der nächsten Episode. Ciao, ciao. Seid gegrüßt und herzlich willkommen. Des Baden Ruf hab vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug. So schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist. Dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss. Ein Abo, Juden, doch das ist ganz klar kein Muss. Es freut mich, dass ihr noch da seid. Wenn schief geht, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, was soll ich nur tun? Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm? Glaubt mir ruhig, schon viel was getan. Gebracht hat es nichts, drum ein Lied recht spontan. Und falls ihr es bis hier echt auskacken habt, dann gebührt euch Respekt. Und das ist ein Fakt. Und vielen Dank, es erfreut mich sehr. Schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist jetzt mal Schluss.